Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir mal eine Challenge überlegt und zwar möchte ich mit Jack probieren, 7 Tricks in 7 Tagen zu lernen. Grundsätzlich mache ich nicht so viel mit ihm in diesem ganzen Trickbereich, also wir machen eher so sportliche Sachen wie Frisbee oder Agility. Aber ich habe mir überlegt, es könnte vielleicht echt ganz cool sein, wenn ich mal probiere, was er eigentlich alles schafft in einer Woche. Ob das Ganze funktioniert hat und wie ich das angegangen bin, seht ihr jetzt im Video und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Am ersten Tag wollte ich Jack dann beibringen, wie er die Tür zumacht. Da habe ich dann einfach so angefangen, dass ich das Leckerli erstmal gegen die Tür gehalten habe. Da hat er aber auch relativ schnell verstanden, worum es eigentlich geht. Wenn ihr übrigens die ausführlichen Anleitungen haben wollt, die ich für die ganzen Tricks verwendet habe, dann schaut da gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich euch alles verlinkt, weil das Video dient jetzt nicht dazu, dass ich euch zeige, wie es geht, sondern einfach wie unser Prozess quasi war und wie weit wir in den 7 Tagen eben gekommen sind. Und ja, das mit der Tür hat relativ gut funktioniert. Ich habe das Kommando Stups übrigens dafür eingeführt. Stups! Stups! Am zweiten Tag wollte ich dann Slalom mit ihm weiter üben. Also das haben wir schon mal irgendwann angefangen und er kennt auch schon so die Grundsachen aus dem Agility. Deswegen, dass er da durch die Beine laufen muss, wusste er eigentlich schon. Also ich habe es einfach nochmal wiederholt. Nur dieser Prozess vom Slalomlaufen eben hat ihm noch gefehlt. Und das habe ich dann eben in den 15-20 Minuten, in denen wir da trainiert haben, mit ihm dann zusammen aufgebaut. Natürlich ist das Ganze noch ein bisschen ausbaufähig und könnte auch noch ein bisschen schneller gehen, aber ich bin mit unserer Leistung von dem Tag und ganz durch. Zufrieden und Jack hat es auf jeden Fall gut gemeistert. Durch? Durch? Gut, klasse! Für den dritten Tag dachte ich, probiere ich mal, ob er es schafft, im Kreis quasi so über meine Arme drüber zu springen. Hier habe ich erstmal ausprobiert, ob er schon versteht, dass er über den Arm drüber springen soll. Das hat er aber nicht so richtig verstanden, deswegen dachte ich, verbinde ich das vielleicht mal mit den Agility-Hürden. Die sollten eigentlich hier sein, habe ich sie aber leider nicht gefunden. Deswegen habe ich mich kurzerhand dazu entschieden, einfach einen Stock zu verwenden. Sollte es eigentlich auch tun. Jack dachte allerdings, das ist jetzt ein Spielzeug und hat dann erstmal eher danach geschnappt. Dann habe ich das Leckerli quasi hinter den Stock gehoben. Da hat er es dann verstanden, dass er drüber springen soll. Das war auf jeden Fall der Erfolg des Tages, weil viel weiter sind wir leider nicht gekommen. Aber ich wollte ihn dann auch nicht überfordern, weil er war an dem Tag auch nicht so richtig konzentriert. Und deswegen, ja, sieht man ja auch hier wieder, habe ich es dann einfach vor den Tag gelassen, weil das war irgendwie nicht so erfolgreich. Und den Trick vom ersten Tag haben wir ja auch nochmal wiederholt. Das hat super funktioniert, das hat sich auf jeden Fall sehr gut bei ihm gesetzt. Trotz der kurzen Trainingszeit, da war ich sehr stolz auf ihn. Und genau, dann haben wir Männchen probiert zu trainieren. Das war auf jeden Fall so ein Trick, den ich schon sehr lange ausprobieren wollte. Allerdings hat er auch nicht so richtig verstanden, was ich von ihm wollte. Also er hat schon kapiert, dass er hoch muss mit seinen Pfoten, aber dann hat die Zeit einfach nicht gereicht. Also wir haben das über den Tag verteilt zweimal gemacht, je 10 Minuten. Und das müssen wir auf jeden Fall wann anders nochmal versuchen, weiter zu trainieren. Für den nächsten Tag habe ich mir dann die Crime Scene Challenge als kleine Abwechslung mal vorgenommen. Und zwar seht ihr eigentlich, was ich hier mache. Check, war das nicht so ganz geheuer, wie man gerade gesehen hat. Es hat ganz gut funktioniert, also es ist einfach zum Training von der Impulskontrolle. Das schadet nie, das kann man immer mal wieder mit seinem Hund auffrischen und das hat er sehr gut gemeistert. Am Ende ist er aufgestanden, das habe ich leider nicht mehr mitgefilmt, aber bis hierhin war es ganz gut und dann hat er natürlich auch als kleine Belohnung dann auch ein paar von den Leckerlis fressen dürfen. Also hier erstmal vorab, ich entschuldige mich dafür, dass ich leider den Ball von der deutschen Fußballnationalmannschaft nehmen musste. Leider habe ich keinen besseren gefunden. Aber ist ja egal, es hat trotzdem funktioniert. Ich wollte hier Jack beibringen, den Ball mit der Nase zu rollen. Da habe ich erstmal halt ihn einfach mit der Nase den Ball anstupsen lassen. Und das hat fast sogar am besten funktioniert von den ganzen Tricks. Da hat er den Dreh relativ schnell rausgehabt. Das habe ich dann ein bisschen ausprobiert, habe es immer wieder vertieft, habe ihn belohnt, wenn er mit der Nase den Ball berührt hat. Und das hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Hat er dann den ganzen Abend noch weiter probiert zu machen, damit er irgendwelche Leckerlis dafür bekommt. Und also das hat super funktioniert. Und am letzten Tag habe ich mir dann gedacht, hole ich nochmal alte Intelligenzspielzeuge raus. Das hat er ewig nicht mehr gemacht, also zumindest nicht mit mir. Ich glaube, meiner Mom zwischendurch mal.
Und da war ich super erstaunt, dass er sofort verstanden hat, was er machen muss. Also er musste halt quasi die Dinger bewegen und umschmeißen und so. Ja, also wie gesagt, das war jetzt der letzte Tag, an dem ich sowas ausprobiert habe. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie unterhalten, vielleicht auch ein bisschen inspiriert. Vielleicht habt ihr jetzt irgendeine Idee, was ihr mit eurem Hund jetzt mal ausprobieren wollt. Ich meine, Zeit habt ihr bestimmt, also warum nicht? Es ist auf jeden Fall ganz cool, was man teilweise alles findet. Ich wusste auch gar nicht, dass ich noch so viele intelligente Spielzeuge zu Hause habe. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann ganz bald beim nächsten Video wieder.